Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Lisa Lauinger und ich begrüße euch heute hier aus unserem Weinreger Verkostungsraum. Ja, weshalb sind wir heute hier? Und zwar möchte ich euch ein neues Mitglied in unserem Sortiment vorstellen, und zwar den Velvet Cab Irish Whiskey. Der eine oder andere wird sich jetzt vielleicht wundern, okay, der Weinreger hat doch eigentlich so ein bisschen ja, so ein Augenmerk auf schottischen Whisky und der Rieger Selection Einzelfassabfüllung. Wie passt jetzt da ein irischer Whisky rein? Und die Antwort darauf ist tatsächlich die Blackwater Distillery. Die Blackwater Distillery steht hinter dem Velvet Cab Whisky. Und mit der Brennerei hatten wir tatsächlich schon, seit damals mein Cousin in Irland studiert hat, sehr, sehr gute Kontakte. Wir haben nämlich den Boyle's Gin, der ja eigentlich so mit als erstes ins Sortiment gekommen ist von der Blackwater Distillery oder mit als erstes produziert wurde, bei uns schon ganz, ganz lange im Sortiment und sind super zufrieden damit. Und jetzt wurde eben auch der Velvet Cab Irish Whiskey auf den Markt geworfen. Ja, Blackwater Distillery, vielleicht erstmal so ein bisschen dazu, wie die Story ist, weshalb die Blackwater Distillery uns im Herzen liegt. Und zwar war das damals, als in der Krisur hat studiert, der Olaf, also mein Onkel, war ihn besuchen und dann sind sie natürlich, ja, ganz klassisch für eine Familie Lauinger, wir gehen natürlich auf Brennereitour. Eine Brennerei, die auf ihrer Liste stand, war unter anderem die Blackwater Distillery. Und dann sind sie damals in diese Stadt gekommen, in West Waterford, hatten auch schon Google Maps vor sich, wussten, wo ungefähr die Distille sein soll. Ja, in der Ecke, wo es dann eigentlich ja, sein sollte, fragen sie so einen Bauarbeiter, der auf der Straße gerade ist, so, wo ist denn hier die nächste Brennerei, diese Blackwater Distillery? Und er meinte, also er wüsste hier von keiner Brennerei, ich glaube, da wären sie total falsch. Und sie, okay, ja, gucken mal ein bisschen weiter und laufen in so einen Hinterhof rein und laufen einfach ein bisschen vor und lustigerweise kommt ihnen dann ein Herr entgegen. Und zwar wissen wir jetzt, das war der Pete vom Blackwater Distillery und mit dem kurz ins Gespräch gekommen. Er sagt, ja, ja klar, meine Brennerei ist dort hinten. Und damals, also da hat Small Batch tatsächlich noch wirklich eine Bedeutung. Damals wurde der Gin hauptsächlich in einer ganz, ganz kleinen Distille noch in so einer Garage, in so einer Art Garage destilliert. Ja, seitdem eben importieren wir den Boyle's Gin und sind wirklich, ja, es ist ein toller Gin. Und daher jetzt auch meine Vorstellung über den Velvet Cab Irish Whiskey. Vielleicht kurz dazu, ich fand das eigentlich ganz süß, der Pete hat damals gesagt oder zu dem Velvet Cab gesagt, here we've always been whiskey drinkers, not whiskey collectors. The idea behind Velvet Cab was to create a whiskey to be savored, not stashed away on a shelf. Was bedeutet, der Whisky ist gemacht, um ihn zu trinken. Der soll nicht als Sammelstück in irgendeinem Regal stehen, sondern wirklich für den Genuss da sein, für den unkomplizierten Genuss zusammen. Und ja, ich denke, das schafft er eigentlich schon wirklich, wirklich sehr gut. Velvet Cab ist übrigens darauf zurückzuführen, auf diese kleinen Hütchen da. Da gibt es so Point-to-Point Horse Races in Irland. Die sind ganz, ganz typisch und da tragen die immer diese kleinen Hütchen. Und daher kommt der Name Velvet Cab. Genau. Probieren wir mal ein Stückchen, oder? Ich habe mir hier schon eingeschenkt, das mache ich ganz gerne, um einfach zu sehen, wie der Whisky sich auch mit bisschen Zeit verändert. Und wir merken hier schon in der Nase, es ist auf jeden Fall, es ist kein holziger Whisky. Es ist was Unkompliziertes, was Leichtes, ein bisschen Zitrusaroma. Ja, ein Hauch von auch vielleicht was ein bisschen Würzigem, wie Karamell. Sie beschreiben jetzt hier noch ganz offiziell, dass kandierte Banane noch mit drin ist. Ja, von mir aus, also man merkt schon, dass auch eben einfach diese unkomplizierte, helle Frucht mit drin ist, eine schöne Süße, kein Rauch. Das braucht er nicht, das will er nicht, er soll da auch gar nicht dafür sein. Ja, übrigens, vielleicht auch noch kurz dazu, weil es ja doch auch sehr viel zum finalen Geschmackseindruck dazu trägt.
Und zwar der Whisky ist ein Blended Whisky. Da ist der 50% Malt und 50% Grain Whisky mit verblendet. Und die Fasswahl, also hier steht auch Fat Triple Cask drauf, der wurde in Bourbon, Stout Rye und Port Casks gelagert. Witzigerweise habe ich auch erst vor kurzem herausgefunden, dass eigentlich vor dem Zweiten Weltkrieg die Iren die Bourbonfässer noch gar nicht kannten. Da gab es gut wie gar keine Bourbonfässer, aber halt so Geschichten wie Fortified Wine, also diese Sherry- und Portweinfässer und natürlich Bier, Stout Casks und so weiter. Von dem her ganz interessant, dass sie sich jetzt auch auf diese drei Fässer wirklich beschränken, beziehungsweise auch drei ausgewählt haben. In der Nase kommt tatsächlich auch hinten vielleicht so eine ganz interessante Zitruszeste. Sowas mag ich immer ganz gerne, weil es halt einfach nicht nur, das heißt, junger Whisky, sondern das ist auch so ein bisschen, ja, kitzelnd, wenn man das so sagen möchte. Ja, fein. Also ich glaube, sowas, ja, kann man schon auch einem irischen Whisky-Liebhaber gerne mal vorsetzen. Am Gaumen bringt das schon was bisschen Malziges, aber auch so ein Hauch von Kakao. Also ich habe jetzt tatsächlich nicht so viele im Moment von den Geruchseindrücken auch am Gaumen, was sich aber natürlich noch ändern kann. So im Nachklang kommt wirklich schön so ein helles Karamell, so ein fast zerlaufendes Karamell. Ja, eine gewisse Würzigkeit hat er auch, aber es ist wirklich, es ist ein Whisky, der sehr, sehr sanft ist, typisch für irische Whiskys, der auch wirklich, ja, er brennt gar nicht. Er ist ja, einfach ein toller Nebenbei-Whisky, unkompliziert, und ich denke, das ist auch das, was er sein möchte. Der Velvet Cap kommt jetzt übrigens in so einer super stylischen Dose, ja. Da haben sie halt auch sich so ein bisschen an die Jockeys zurückerinnert. Das sind ja auch so ein bisschen diese Dots, die auch häufig auf den Outfits von den Jockeys draufsteht. Und was mir noch besonders ins Auge gefallen ist, hier hinten schreiben sie ganz direkt drauf: Don't throw me out, please, reuse me. Finde ich eigentlich ganz cool, weil ich denke mir jedes Mal, wenn man diese ganzen Dosen hat, okay, was macht man damit, wenn man Whisky leer getrunken hat? Dann wandern sie in den Müll. Ja, ist eigentlich viel zu schade für so eine hochwertige Dose. Genau, an dem Punkt verabschiede ich mich jetzt, sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, vielleicht schau da einfach mal rein, wenn es den einen oder anderen interessiert, einen unkomplizierten irischen Whisky mal zu probieren, ist das genau der perfekte Whisky dafür. Und ja, wünsche noch allen einen schönen Tag. Ciao, vielen Dank fürs Zuschauen.